In den vergangenen 20 Jahren gab es wohl kaum einen legendäreren Betrugsfall als den des Wolfgang Beltracchi. Denn obwohl dieser Name in der Öffentlichkeit eher weniger bekannt ist, ist dieser Mann, der übrigens aus Nordrhein-Westfalen kommt, der vielleicht größte lebende Kunstfälscher der Welt. In einem Zeitraum von über 40 Jahren schaffte es Beltracchi nämlich nicht nur hunderte Bilder von großen Malern zu fälschen und diese für Millionen von Euro zu verkaufen, es gelang ihm außerdem jahrzehntelang straffrei davonzukommen. In diesem Video wollen wir euch daher die unglaubliche Geschichte des reichsten Kunstfälschers Deutschland präsentieren, die jede Hollywood-Crime-Story in den Schatten stellt. Deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns unbedingt in die Comments, was ihr von Beltracchi haltet. Genie oder ehrenloser Betrüger? Wir sind gespannt auf eure Meinungen. Fangen wir nun aber ganz von vorne an. Wolfgang Beltracchi, der ursprünglich Wolfgang Fischer heißt, kam 1951 in der westdeutschen Kleinstadt Höxter auf die Welt und wuchs in einem bürgerlichen Elternhaus auf, das ihn schon früh mit der Malerei in Berührung brachte. Sein Vater arbeitete nämlich als Kirchenmaler und der junge Wolfgang begann schon als Kind sich ziemlich stark für Kunst zu interessieren. Allerdings galt er schon als Jugendlicher als Unruhestifter und flog mit 17 vom Gymnasium, weil er in den Pausen Zeitschriften mit nicht ganz jugendfreien Inhalten an seine Mitschüler verkaufte. Genau zu dieser Zeit begann Beltracchi jedoch auch einem Hobby nachzugehen, das sein Leben für immer verändern würde. Er malte nämlich Bilder, die so aussehen sollten, als würden sie von echten Künstlern stammen. Mit 14 Jahren malte er zum ersten Mal ein Bild, das aussehen sollte, als hätte es eigentlich der berühmte spanische Künstler Pablo Picasso gemalt. Und genau an dieser Stelle wollen wir kurz auf die Betrugsmasche eingehen, durch die Beltracchi einige Jahre später zum Multimillionär wurde. Er hat nämlich nicht wie andere Kunstfälscher einfach bereits existierende Werke kopiert, er hat eigene Bilder im Stil von bekannten Malern erschaffen und diese mit den Signaturen der echten Künstler unterzeichnet, damit man denkt, die Bilder wären von ihm. Dabei hat er genauestens die Biografien der Maler studiert und sich intensiv mit ihnen auseinandergesetzt, um auch tatsächlich Bilder zu malen, die nicht nur dem Stil, sondern auch dem Gesamtwerk der Künstler entsprachen. Um die Bilder auf den Markt zu bringen, tat er sich dann mit einem Freund zusammen, der stets behauptete, dass neue Bilder von großen Künstlern irgendwo aufgetaucht seien und diese dann über große Auktionshäuser versteigerte. Außerdem gab er vor, dass einer seiner Vorfahren eine große Kunstsammlung besessen habe. Kommen wir jedoch zurück zum unglaublichen Lebenslauf von Wolfgang Beltracchi. Nachdem er von der Schule verwiesen wurde, wollte er nicht tatenlos rumsitzen, sondern an seinen künstlerischen Fähigkeiten arbeiten. Er schrieb sich an einer örtlichen Kunsthochschule ein und begann dort Malerei zu studieren. Allerdings tat er das nicht, um eines Tages eine Karriere als Kunstwissenschaftler oder Kritiker anzufangen, sondern einzig und alleine deswegen, um noch besser malen zu lernen. Da er dieses Ziel laut eigenen Aussagen nach 6 Semestern erreicht hatte, schmiss er sein Studium vorzeitig hin, ohne einen richtigen Abschluss zu haben. Er wollte in dieser Zeit lieber die Welt erkunden und begann durch die Gegend zu reisen, zahlreiche illegale Substanzen zu konsumieren und spirituelle Erfahrungen zu sammeln. Allerdings begann er nach seinem Studium erst recht damit, all sein Wissen über Kunst und Malerei so anzuwenden, dass er immer mehr Geld verdiente. Während Beltracchi in jungen Jahren nämlich die Welt bereiste, malte er zwischendurch immer wieder Bilder im Stil von bekannten Künstlern wie Claude Monet oder Heinrich Campendonk, die er dann für mehrere 10.000 Euro verkaufte. Die internationale Kunstszene wurde so regelmäßig komplett durcheinander gebracht, da immer wieder neue Bilder von alten Meistern auftauchten. Aus diesem Grund versteigerten die großen Auktionshäuser die gefälschten Bilder von Wolfgang Beltracchi zu immer höheren Preisen, die dafür sorgten, dass der Westfale irgendwann Millionär wurde. Bevor wir allerdings dazu kommen, wie kurios Beltracchi dieses Geld ausgegeben hat, wollen wir nochmal kurz darauf eingehen, wie brillant er seine Bilder tatsächlich gefälscht hat, obwohl er dafür oft nur einen Tag brauchte. Bevor ein entdecktes Kunstwerk nämlich in den Verkauf gerät, muss es erst von zahlreichen Experten auf seine Echtheit überprüft werden. Bei diesem Prozess wird ein Bild nicht nur von Kunstprofessoren, Historikern und weltweit angesehenen Kritikern auf Stil und äußerliche Merkmale untersucht, sondern auch von Naturwissenschaftlern, die genauestens überprüfen, mit welchen Farben gemalt und mit welchem Material eingerahmt wurde. Viele andere Kunstfälscher flogen nämlich oft deshalb auf, weil sie mit Farben gemalt hatten, die zum Zeitpunkt der angeblichen Anfertigung noch gar nicht existierten.
Im Fall von Wolfgang Beltracchi waren sich über viele Jahrzehnte hinweg jedoch alle Experten einig, dass sie tatsächlich verlorene Werke von bekannten Künstlern wie Max Ernst in den Händen hielten. Da die Fälschungen so gut waren, konnte sich Beltracchi wie gesagt auch bald ein luxuriöses Privatleben finanzieren. Im Jahr 1995 nutzte er sein neues Vermögen schließlich, um sich ein riesiges Weingut in Südfrankreich zu kaufen. Dort lebte er abseits der Öffentlichkeit mit seiner Frau Helene und konnte ungestört weitere Bilder fälschen. Seine Frau arbeitete dabei als seine Komplizin und sorgte stets dafür, dass die Kunstwerke zu hohen Preisen versteigert wurden. Beltracchis Werke waren dabei so beliebt, dass sich zahlreiche Galerien auf der ganzen Welt regelrecht um sie stritten und teilweise Angehörige der gefälschten Künstler die Bilder für echt hielten. Als die Witwe von Max Ernst einmal ein Bild von Beltracchi sah, sagte sie sogar, dass dies das beste Max-Ernst-Bild ist, das sie je gesehen hat. Durch diesen Reichtum kaufte sich das Ehepaar ein paar Jahre später außerdem eine große Villa in Freiburg, in der die zweifelhafte Erfolgsstory im Jahr 2010 allerdings zu einem abrupten Ende kam. In diesem Jahr wurde nämlich wie üblich eines von Beltracchis Werken von internationalen Experten auf seine Echtheit untersucht. Dabei fiel jedoch auf, dass das rote Bild mit Pferden, das angeblich von Heinrich Campendonk stammen sollte, einen Weißton enthielt, den es zu Zeiten Campendonks noch gar nicht gab. Es handelte sich dabei um eine Mischung, in der 2% Titanweiß nachgewiesen wurde. Da Beltracchi und seine Frau damit enttarnt waren, kamen immer mehr Fälschungen ans Licht. Für das Ehepaar hatte das heftige Folgen. So wurde Wolfgang Beltracchi zu 6 Jahren Haft und seine Frau zu 5 Jahren im offenen Vollzug verurteilt. Zusätzlich musste Beltracchi aber auch noch 20 Millionen Euro Schadensersatz an diverse Händler, Aussteller und Galeristen bezahlen, die nun unter seinen Fälschungen zu leiden hatten. Der Betrug hatte jedoch nicht nur strafrechtliche und finanzielle Folgen für das Ehepaar, sondern auch persönliche Auswirkungen auf die gesamte Familie. So wurde die Tochter der beiden von zahlreichen deutschen Kunsthochschulen als Bewerberin abgelehnt, da sie schließlich das Kind des größten Kunstfälschers der Nachkriegsgeschichte ist. Allerdings wendete sich das Blatt kurz daraufhin wieder. Seit einigen Jahren ist Beltracchi nämlich wieder auf freiem Fuß und mittlerweile eine Art Popstar in der Kunstszene. Zum einen sagt er, dass immer noch hunderte seiner gefälschten Werke weltweit im Umlauf sind, zum anderen malt er seit einiger Zeit Bilder, die er erstmals unter seinem eigenen Namen verkauft. Zwar sind diese nicht ganz so wertvoll wie vermeintliche Werke von den großen Meistern, da Beltracchi aber selbst zu einem Prominenten geworden ist, erreichen seine Bilder bei Auktionen Gebote von mehreren 10.000 Euro. Durch seine atemberaubende Geschichte und seine an Genialität grenzende Betrugsmasche hat sich Beltracchi mittlerweile zu einer regelrechten Person des öffentlichen Lebens entwickelt. So hatte er seine eigene Fernsehsendung, in der er berühmte Promis malte und sie dafür treffen durfte, und war Gast in zahlreichen Fernsehsendungen und Talkshows. Und das war's auch schon mit unserem Video über Wolfgang Beltracchi, der für viele als größter Kunstfälscher der Geschichte gilt. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr Beltracchi für einen Betrüger oder für ein Genie haltet. Ansonsten abonniert Wissenswert für mehr coole Videos, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei Wissenswert.